Aber das erste Mal natürlich ja, eine grosse Freude, dass wir es geschafft haben. Es war ein riesen langer Planungsprozess gewesen. Extrem viel Vorarbeiten. Man muss sich vorstellen, wenn man 50 Millionen investiert, das sind etwa 50 Lieferanten, die da ja, mitgeholfen haben, dass wir heute die Käserei einweihen können. Und man sieht es hinter mir, es ist ja, etwas Außergewöhnliches. Es ist die grösste Käserei von der Schweiz und auch deutlich grösser als die bestehende. Und das macht mir Freude, wenn man da heute dabei sein darf und diesen Meilenstein auch in der Geschichte von Remi feiern. Wie viel mehr Milch kann hier verarbeitet werden im Vergleich zu bisher? Gut, wir können 10'000 Tonnen pro Jahr verarbeiten. Das ist etwa 40% mehr als bisher. Das heisst, wir haben ja, die Gelegenheit, den Luzerner Rahmkäse, das Wachstum des Luzerner Rahmkäse so weiterzuführen. Genau, Luzerner Rahmkäse wird hier hauptsächlich verarbeitet. Was sind weitere Spezialitäten, die hier verarbeitet werden? Luzerner Rahmkäse ist der Hero von da. Das ist sicher die ganze Basisauslastung. Wir haben aber weiter auch zusätzlich haben wir verschiedene Produkte, die auch auf Kaltbach gehen, die hier produziert werden und in den Sandsteinhöhlen von Kaltbach gelagert werden, unter anderem die Kaltbach Creamy, die produziert wird, die nachher hauptsächlich nach Deutschland exportiert wird. Zusätzlich wird aber auch Raclette können wir hier produzieren und wir können auch weitere Halbherdkäse wie in den Saint-Paulin hier produzieren. Was begeistert euch jetzt am meisten an dieser neuen Käserei hier? Gut, faszinierend ist natürlich die ganze moderne Anlage, die wir hier haben. Also wir haben extreme Effizienz. Und da sind natürlich auch, ja, wir sind attraktiv. Wir sehen auch die Käse, also die Schweizer Käse, auch weltweit zu exportieren. Wir sind konkurrenzfähig durch das. Und was fasziniert, ist natürlich der ganze Nachhaltigkeitsgedanke. Wir jetzt in dieser Käserei sind wir praktisch wasserneutral. Das heisst, wir sparen versus früher über 60 Millionen Liter Wasser. Wir haben eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Wir haben eine Holzschnitzelanlage. Das heisst, ob in einer Gasmangellage können wir sicherstellen, dass der Luzerner Rahmkäse produziert werden kann. Wann soll es hier losgehen? Wann ist der Start geplant? Also wir starten hier in einem Monat mit dem ersten Betriebsversuch. Da wird der Käse eingelagert. Ja, und etwa 3-4 Monate später kommen nachher die ersten Käse vom Markt.